Perfekt. Sehr gut. Bravo. Hallo zusammen. Hello everybody. Today I have a very, very special guest. You guys will be extremely excited that I have Miss Sigridhausen Eliasura with me. Hello. And this is going to be the start of a new series called Singing with Sira. Yeah, genau, eine neue Staffel. So, almost every month, I think, we'll do a little singing video for you guys. And this will be in German, so if you don't speak German, then get those subtitles down below. Just click on it and they will appear. Ja, dann fangen wir mal an. Also wir sind jetzt quasi in Kulturzeit, Estampie-Kulturzeit hier und wir haben uns gedacht, wir würden gerne mal ein bisschen mehr erklären und sich vorstellen können, was ist eigentlich so ein Workshop bei Sigi oder auch, wir machen ja manchmal auch welche zusammen, jetzt im April macht der Michael auch mal einen. Wie schaut sowas aus, dass man da so ein bisschen die Schwellenangst überwindet und ihr könnt einfach zu Hause üben mit uns und die Idee natürlich dann trotzdem kommen. Also nicht jetzt denken, jetzt habe ich da mein Video-Lessons gemacht und damit kann ich das schon, sondern im Idealfall sollte es eine Einladung sein zu den Workshops. Ich sage mal gleich den ersten, den sage ich nachher auch nochmal an, Ende März auf dem Süddeutschen Hafentreffen. Süddeutsches-Hafentreffen.de. Das ist 24. bis 26.3. Da sind nicht nur Hafen, aber auch natürlich ganz wunderschöne Hafenfeen und aber auch ein Gesangskurs. Und da sind noch ein paar Plätze frei bei mir. Vielleicht habt ihr Lust zu kommen. Es gibt auch noch einen Kurs über Märchen erzählen. Das wäre eigentlich was für dich. Storytelling. Also schon klingt also die ganze Geister. Ja, wir machen Bauarbeit in meinem Gebäude. Genau. Aber es ist eigentlich auch ein Bordun, weil es geht ja auch viel um Bordun. Genau. Okay, jetzt am Anfang von so einem Workshop geht es immer um Atmen, Seufzen, Gähnen, Räkeln und sonst was. Das lassen wir jetzt mal weg. Eine ganz kleine Übung machen wir, aber die heißt auch ganz hübsch Happy Horse. Und das ist eine Verbindung zwischen... Ich dürfte jetzt gerne auch mal machen, wir machen es auch nochmal. Genau. Und einem Glissando. Erstmal machen wir das Glissando alleine, zum Beispiel auf M. Perfekt, sehr gut, bravo. So klingt es bei euch hoffentlich nicht. Und jetzt machen wir es mit euch. Ja. Das macht die Stimme wach. Und jetzt versuchen wir das zu verbinden und das ganz zart. Das heißt dann Happy Horse und in meinen Kursen sage ich aber immer, bitte lieber glückliches Seepferdchen als glücklicher Riesenhengst. Ja? Auch alles zusammen. Also wir hören es ja leider nicht, aber wir stellen uns vor, er macht das Ganze lieber. Und jetzt geht es ganz schnell weiter. Das geht natürlich in dem Workshop nicht so schnell. Da muss man noch ganz viele Töne treffen und so und lauter so Sachen, die man halt so kennt aus dem Singen. Aber dann geht es zum Mittelalter und wir machen da jetzt einen kleinen Schnitt für euch, damit ihr nicht zu lange üben müsst. Und machen jetzt den Anfang von dem zweistimmigen Stück. Das singen wir auch in Konzerten, dann auch noch mit Michael zusammen und wer sonst noch alles kann. Und das ist ein Konduktus. Und die erste Zeile heißt Gaudens in Domino. Das heißt, sich freuend in Gott. Sprechen wir das einfach einmal zusammen. Gaudens in Domino. Okay, und dann singen wir zwei euch das jetzt mal gleich zusammen vor. Das ist unser Anfangston und wir machen nur die erste Zeile. Einmal für uns und einmal mit euch. Gaudens in Domino. Okay, und jetzt mit uns zusammen. Gaudens in Domino. Wunderbar. Die zweite Zeile heißt In hoc solemnio. Sprechen wir auch einmal. In hoc solemnio. Wir haben jetzt erste und zweite Zeile. Gaudens in Domino. In hoc solemnio. Sprechen wir das zusammen. Gaudens in Domino. In hoc solemnio.
Und dann singen wir mal beide Zeilen für euch. Ihr könnt natürlich schon mitmachen, wo ihr es schon könnt. Gaudens in Domino in hoc solemnio. Genau, bis dahin nochmal zusammen mit allen. Gaudens in Domino in hoc solemnio. Ja, und ich würde mal sagen, vom Text und vom Stück reicht es bis dahin. Wir machen dann beim nächsten Mal mit dem Stück weiter. Jetzt gibt es dann, das machen wir jetzt auch mit viel Sprung, in einem Workshop würde das vielleicht eine Stunde dauern, dann haben wir das ganze Lied drauf und dann lernen wir, dass man das Bordune dazu ganz schön machen kann. Also ihr kennt es ja vielleicht von unseren Konzerten her. Wir singen Bordune auch bei Vokame zum Beispiel. Und es gibt auch Instrumente, die das ganz von selber und freiwillig machen. Drehleier zum Beispiel oder Dudelsack, aber dann kann man schon nicht mehr singen dazu. Oder Sarah kann auch ganz schön Bordune auf der Fiedel spielen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber man kann die auch singen. Und das machen wir jetzt noch, dass wir euch lernen, das nennt man jetzt textierten Bordun. Das ist eine Möglichkeit, das heißt, wir sprechen den Text, den wir gerade gelernt haben, auf einem Ton. Und damit es besser passt, wechseln wir bei der allerletzten Silbe einen Ton nach unten. Wir machen es euch einmal vor und ich zeige das auch mit an. Gaudens in Domino in hoc solemnio. Genau, das üben wir zusammen. Das heißt, wir sind immer auf einem Grundton und ganz am Schluss wechseln wir es nach unten. Nochmal zusammen mit euch. Gaudens in Domino. Atmen. In hoc solemnio. Genau, und jetzt überlegen wir nochmal, wir hatten ja eine Melodie, vielleicht tun wir die noch einmal wiederholen und dann probieren wir es zweistimmig. Also jetzt singen wir mit euch nochmal diese Melodie, die wir kennen. Gaudens in Domino. In hoc solemnio. Genau, sehr schön. Und jetzt versuchen wir das mal zu verbinden. Wenn ihr jetzt zu mehreren zuhört, dann könnt ihr euch ja aufteilen und sagen, ich mache Bordun und ich mache die Melodie. Ansonsten müsst ihr euch einfach jetzt entscheiden, was ihr gerade besser könnt. Ich mache den Bordun, Sarah macht die Melodie und ihr singt mit, was geht. Gaudens in Domino in hoc solemnio. Ja, und wenn ihr gehört habt, wir fangen mit demselben an, ist für euch auch ganz wichtig, dass ihr das wisst. Und wir hören mit demselben auf, wo ich nach unten drücke mit dem Bordun, geht die Melodiestimme auch nach unten. Und dazwischen sind ganz viele interessante Dinge und sowas erkläre ich dann auch noch in dem Workshop, was das so schön macht. Zum Schluss singen wir das nochmal zusammen, selbe Variante. Gaudens in Domino. In hoc solemnio. Ja, wunderbar. Also wir hoffen, ihr macht da gut mit. Das nächste Mal gibt es mindestens noch die anderen zwei Zeilen von dem Lied und dann wahrscheinlich beim übernächsten Mal gibt es dann noch eine zweite Stimme und dann wird es also ein wahnsinniges Chorerlebnis, was wir dann gemeinsam haben. Ja! Wir geben dann auch jeweils noch die Workshops bekannt. Es sind in dem Jahr relativ viele und der erste, der jetzt kommt, ist das Süddeutsche Hafentreffen, süddeutsches-hafentreffen.de und da kriegt ihr dann alle Informationen. Das findet von 24. bis 26. März statt. Die Kurse, unter anderem bei mir, sind am 25. und 26. im schönsten Voralpenland in der Nähe von Salzburg in Deutschland. Und ich hoffe, ihr kommt da und besucht uns auf den Workshops und auch bei den Filmen. Vielen Dank. Thanks for watching, everybody. In the comments below, leave any questions you might have for Siggy. Maybe we'll answer one or two at the beginning or at the end of one of these videos. Be sure to subscribe to see my adventures every Friday. My name is Sarah, this is Sura, and we'll see you next week.